Gaudete in Domino Semper. Freut euch im Herrn alle Zeit. So heißt der Eröffnungsvers des dritten Adventssonntags in der katholischen Kirche. Er stammt aus dem Philipperbrief des Paulus. Freut euch. Wieso sollen wir uns freuen? Kann man einfach so Freude befehlen? Das funktioniert doch nicht, wie wir alle wissen. Gaudete, Gaudete, bald gibt's wieder Pakete. So hat ein Mitstudent im Priesterseminar einmal den dritten Advent bei uns auf der Wohngemeinschaft angekündigt. Freuen wir uns also auf die Geschenkpakete, die trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr bestimmt auch wiederkommen werden? Sicher, Geschenke gehören zu einem Fest dazu. Geschenke gehören auch zu Weihnachten dazu. Aber sie machen sicher nicht die ganze Weihnachtsfreude aus. Dazu gehört mehr. Dazu gehört in der Regel auch das Zusammensein mit der Familie, Besuche bei Verwandten und Freunden, ein oder auch mehrere gute Essen, gemütliche Stimmung. Sie alle werden da auch ihre eigenen Erfahrungen haben. Doch das geht in diesem Jahr nicht. Nicht so, wie wir es gewohnt waren. Das ist unglaublich schade und macht manche sicher auch sehr, sehr traurig. Aber muss es uns die ganze Weihnachtsfreude verderben? Lassen wir uns von einem kleinen Virus, so gefährlich er auch ist, wirklich die ganze Freude verderben? Der Eröffnungsvers Gaudete in Domino Semper, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, lenkt unseren Blick auf Jesus. Freut euch im Herrn, heißt es da. Unsere, die christliche Freude, hat im tiefsten also etwas mit Jesus zu tun. Klar, sagt da sicher manch einer, wissen wir. Ja, wissen wir es wirklich? Und wenn wir es wissen, verhalten wir uns auch so? Hat die Weihnachtsfreude für uns wirklich etwas mit Jesus zu tun? Mit diesem Adventssonntag beginnt die zweite Hälfte der Adventszeit. Das Ereignis, auf das sie vorbereitet, rückt also immer näher. Deshalb steht dieser Sonntag unter der besonderen Vorfreude auf die Geburt des Herrn, wie der zweite Teil des Eröffnungsverses weiter ausführt. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. In der Liturgie, also in den Gottesdiensten, heißt es im Tagesgebet der Messfeier vom dritten Advent, mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Und der Kommunionvers lautet so, sagt den Verzagten, habt Mut, seht, hier ist euer Gott. Er selbst wird kommen und euch retten. Die Texte sind von der Freude auf das Nahekommen des Herrn durchzogen. Deshalb kann an diesem Sonntag die Orgel in der Kirche auch wieder festlich gespielt werden. Ansonsten, so heißt es, soll die Orgel im Advent eher zurückhaltend erklingen. Sicher auch ein Grund, warum gerade an diesem dritten Adventssonntag gerne das Lied Tochter Zion gespielt wird. Jauchze laut, Jerusalem! Die Vorfreude, die in dieser Melodie wie eine Fanfare erklingt, lässt sich auch ohne Text spüren. Die Melodie stammt von Georg Friedrich Händel, der deutsche Text, unter dem das Lied berühmt wurde, stammt von Friedrich Heinrich Ranke um 1820. Es steht im Neuen Gotteslob unter der Nummer 228. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedensfürst. Das Bild der jauchzenden Tochter Zion kommt aus dem Buch Sacharja. Dort steht es im 9. Kapitel. Juble laut, Tochter Zion,
Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Mit Tochter Zion ist die Stadt Jerusalem gemeint, die sich freuen soll, weil der Sohn Davids, also Jesus, als Friedensbringer zu ihr kommen wird. Der Einzug in Jerusalem und der Titel Jesu als Friedensfürst sowie als Kind des ewigen Vaters sind ebenfalls biblische Motive. Das ist also der eigentliche Grund, warum wir uns freuen dürfen. Selbst in einer Welt, die voller Gefahren ist, selbst in Krankheit und Trauer, darf uns jetzt eine Freude erfüllen, die von Herz zu Herz geht. Freude meint ja nicht nur Spaß. In manchen Lebenssituationen kann einem der Spaß wirklich vergehen. Freude aber ist etwas anderes. Christliche Freude, wie sie in den Texten und Liedern der Kirche vorkommt, meint mehr, Tieferes. Es geht hier um Gottes Liebe zu uns. Ich wünsche Ihnen allen, in welcher Situation Sie gerade auch stehen, dass Sie etwas von dieser Freude in Ihrem Herzen spüren dürfen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, denn der Herr ist nahe.